An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön an die Internetseite garten-paket.de. Die haben unseren neuen Garten ein bisschen mit, ja, gesponsort. Wir haben hier nochmal einen Kuxin DCM Düngerstreuer bekommen, den Hobby 4200. Ziemlich cool, wir haben den jetzt mal vorsichtshalber wieder abgedeckt, damit er nicht nass wird. Guckt euch das an, 50-20 Kilo Säcke, also eine Tonne von dem guten Oskorne Animalin Gartendünger. Vielleicht kennt ihr den. So sieht die Packung aus. Und was haben wir hier? Haben wir euch ja auch noch nicht gezeigt. Staketenzäune. Ja, die Capri Sun, die ist auch von uns. Aber das sind 50 Meter Staketenzäune. Und unten da sind noch Pfosten drin und Schrauben. Das werden wir alles beim Umbautag aber mit euch erledigen. Ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen zur finalen Folge Nummer 3 von Countdown Umbautag, der Weg zum neuen Garten. Wir haben jetzt heute den 6. Oktober, Mittwoch. Eigentlich wollte ich ja erst morgen am Donnerstag wieder mit der neuen Folge beginnen, aber heute machen wir schon was Spannendes. Und was, das zeige ich euch mal jetzt. Ja, jetzt heben wir hier nämlich noch einmal auf den neuen Garten ab. Wir haben in 1,5 Tagen beginnen wir mit dem Abbau. Und es ist so schönes Wetter heute, dass wir uns gedacht haben, wir holen jetzt noch einmal die Drohne raus und filmen dann mit der Drohne noch ein paar Luftaufnahmen, denn dann können wir so aus der Vogelperspektive noch mal ein bisschen planen, visualisieren, wie wir das so machen. Ja, morgen fahren wir einkaufen und was noch so anliegt, das seht ihr dann jetzt gleich. Ja, herzlich willkommen zum neuen Tag. Wie ihr gerade in den kurzen Impressionen schon gesehen habt, waren wir für den Umbautag einkaufen. 150 Euro haben wir so grob für Frühstück und Grillen ausgegeben. Wir haben für jeden Maiskolben dabei Brot, Fleisch, Würstchen, alles Mögliche. Viele Getränke, eine Kiste Bier für den Feierabend und so weiter. Ja, jetzt, wir haben Donnerstag, 16.30 Uhr, 7. Oktober 2021. Für uns beginnt ja ein Tag vorher, also morgen am Freitag, jetzt schon der Umbautag. Da holen wir ja schon den Radlader ab und so weiter. Aber jetzt machen wir erstmal den finalen Check beim Tierheim und beim neuen Garten. Das heißt, hier kommen die letzten Blumenzwiebeln raus. Und beim neuen Garten, da werden wir noch, ja, quasi alles abstechen, wo wir dann morgen früh anfangen werden mit dem Abschieben mit dem Radlader. So, die Zwiebeln hat heute noch mein Vater rausgeholt. Das war hier auf dem letzten Stück noch im Zaun entlang. Da hinten könnt ihr schon die Sachen sehen, die wir dann morgen mit dem Radlader rüberbringen. Das ist so das Erste, was wir machen werden. Wenn wir alles drüben haben, dann werden wir die Beerensträucher ausbuddeln und die Obstbäume und die rüberfahren. Und zum Schluss, ja, hier waren ja die Kartoffeln jetzt. Ganz zum Schluss, da werden wir dann mit der Radladerschaufel noch alles gerade ziehen, alles ebnen, um das dann hier auch ordentlich zu verlassen. Und so sieht eigentlich dann der Freitag aus, genau vom Folientunnel, die Steine und sowas werden wir in der Radladerschaufel alles rüberfahren. Also alles, was uns gehört, nehmen wir mit rüber, damit wir Samstag quasi nur noch hier das Gewächshaus abbauen müssen und den Folientunnel rübertragen müssen und dann da hinten noch mit dem Wiederaufbau beginnen können. Also den Abbau, den übernehmen wir quasi schon und die Helfer, die dann kommen, die helfen uns quasi alles dahin wieder aufzubauen. Ja Leute, für heute war es das für diesen Tag, aber in diesem Vlog geht es noch weiter, denn morgen früh werden wir den Radlader abholen und dann ja wirklich mit unserem Umbautag beginnen. Wir haben jetzt die Vorbereitung gemacht und dann morgen machen wir noch mehr Vorbereitung für den Samstag, für den eigentlichen Umbautag. Aber für uns, ja, da beginnt der Umbautag dann schon morgen hier. Wir genießen jetzt noch den Sonnenuntergang, machen noch Abendessen. Dann Niklas und ich müssen morgen früh um 8 Uhr schon den Radlader abholen und dann geht es damit weiter. Den Sonnenuntergang, den wir gerade genießen. Ja, und morgen sehen wir uns dann im Radlader. Guten Morgen, Leute. 7.45 Uhr. Ich stehe gerade bei Niklas auf dem Hof und hole Niklas ab. Und dann holen wir jetzt den Radlader. Ich habe schon Arbeitsklamotten an. Das zeige ich euch gleich mal. Und ja, dann werden wir jetzt den Radlader holen. Und das ist das Outfit of the Day. Coole Arbeitshose. Meine schönen weißen Air Force. Jeder, der mich schon lange folgt, weiß, dass ich die schon 3 Jahre im Garten trage. Und so eine schöne Arbeitsjacke. Kann auf jeden Fall losgehen. Meine Instagram-Story. Ich hoffe, die lädt noch, weil ich habe kein Internet. Ja, Leute, der Umbau beginnt. Jetzt fangen wir an, hier am Folientunnel die alten Steine wegzutun. Die schmeißen wir alle in die Radladerschaufel. Das ist übrigens unser Radlader. Hitachi ZW75.
nichts Besonderes, haben wir uns jetzt gemietet. Hier bei uns vor Ort kann man auch ruhig ehrlich sagen, wir haben keinen Preisnachlass oder so bekommen. Das ist komplett selbst bezahlt. Becks Mietshop hier bei uns aus Lingen, da haben wir uns den gemietet. Also manche sehen es bestimmt jetzt als Werbung, aber wir bekommen da kein Geld für. Wir haben keinen Preisnachlass bekommen. Ja, und jetzt fangen wir an mit dem Umbau. Hier in diesem Vlog werdet ihr mal so teilweise Sachen sehen, richtige Videos, die folgen dann ja später. So, was machen wir gerade hier? Hier hatten wir mal den Weg aus Pinienrinde. Die Pinienrinde haben wir da vorne gesammelt. Und hier werden wir jetzt das Ganze wieder zumachen mit der Erde, die wir gerade abgeschoben haben. Ja, und jetzt wird das noch verdichtet, dann haben die hier wieder eine ebene Fläche. Ja, hier haben wir eine Radlader-Schaufel voll wertvollem Kompost. Den haben wir die ganze Zeit hier gelagert und wo der jetzt hinkommt, im neuen Garten, das zeige ich euch jetzt. Ja, jetzt bringen wir die Obstbäume rüber in den neuen Garten. Wir nehmen mal ein bisschen mit hier auf diese Strecke, das ist nämlich nicht einfach. Zurück fährt jetzt Niklas, jetzt müssen wir noch ein einziges Mal zum Tierheim hin. Da holen wir jetzt noch die restlichen Sachen, Tische, Stühle, das was wir heute haben noch brauchen und den Rest machen wir dann morgen beim Umbautag oder Sonntag. Dann mit den Radlader nämlich auch noch, den müssen wir erst Montagmorgen wieder abgeben. So, alles hier. Und jetzt muss nur alles abgeschoben werden. Wir haben bereits 20 nach 5 und sind schon den ganzen Tag dabei und jetzt wird abgeschoben. So Leute, wir haben mittlerweile fast 20 Uhr und wir haben nicht gedacht, dass es so spät wird. Wir sind jetzt gerade mal dabei. Wir haben hier links das Feld für Gewächshaus und Folientunnel leer gefahren. Jetzt sind wir gerade dabei, da wo das Beet entstehen soll, alles abzuschieben, die Rasenkante, damit wir hier morgen auch fräsen können. Wenn wir die Rasenkante nämlich einfräsen, dann wächst sie immer wieder an. Und deswegen sind wir jetzt noch ziemlich dabei, das Ganze abzuschieben. Dauert wohl noch ein bisschen. 8 Uhr jetzt, bin gespannt, wie lange das noch dauert. So Leute, 20.30 Uhr, es ist schon dunkel, deswegen Scheinwerferlicht vom Radlader. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen von diesen 3 Tagen. Morgen ist der Umbautag, ich gehe jetzt schlafen und dann sehen wir uns im Video von Umbautag. Ja, bis demnächst, Daumen nach oben geben, abonnieren und ciao.